Hallöchen, meine lieben Freunde, und ich heiße euch wieder herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Anstoß 3. Ja, wir haben die letzten Spiele der Hinrunde. Wir spielen als nächstes gegen den ersten FC Magdeburg. Und dann haben wir noch das Spiel gegen Braunschweig. Magdeburg steht auf 15, Braunschweig auf 17. Ja, normalerweise sind das Spiele, die man eigentlich gewinnen müsste. Aber schauen wir mal. Ich werde auf jeden Fall schon mal Termine hier einstellen. Weihnachtsfeier und so weiter. Dann machen wir einmal ganz kurz. So, machen wir hier direkt am 22. Dann haben wir hier auch noch einen Sponsorentag, würde ich machen. Und ein Fanclub-Treffen. Ist auch wichtig. So, dann haben wir das schon mal. Dann würde ich auch sagen, dass wir noch ein paar Hallenturniere machen. Hier zum Beispiel am 2. direkt machen wir ein eigenes Turnier. Berliner AK, Fortuna Köln. Dann nehmen wir noch SC Verl. Ansonsten noch Wolfsburg nehmen wir. Darmstadt, Rostock und ja, ich würde sagen Unterhaching, ne? Ja. Gut, dann würde ich sagen Februar. Wann spielen wir denn? Woche 31. Dann würde ich hier auch nochmal ein Hallenturnier machen, würde ich sagen. Dann laden wir Ballingen ein. Oh, Fulham. Oh, interessant. Fortuna Köln. Aber kostet auch mehr. Deswegen. Wem nehmen wir denn noch? Ah, komm, wir nehmen mal Rot-Weiß Essen. Nehmen wir auch mal mit. Dann würde ich sagen Union Berlin. Rostock schon wieder. Fürth und Würzburg. Genau. Dann haben wir es. Mehr mache ich auch nicht. Man kann ja noch ein Verbandsfest machen. Dann machen wir auch im Januar nochmal. Machen wir hier. Zwei Tage danach. Machen wir nochmal ein Verbandsturnier. Ach, Verbandsfest. Ich war mal überlegen, ob wir mal, auch mal im Trainingslager fahren. Für 6 Tage, aber. Ne, Kondi sieht eigentlich. Ja. Schwierig, ne? 62, 57. 55, was haben wir hier? Auch 55. 64, frische 39. Gut, die frische, die ist jetzt nicht allzu hoch bei ihm, bei Malone. Aber 3,5 Millionen haben wir gerade auf dem Konto, sehe ich. Ja, stimmt, ne? Hier, Lavi, wir haben doch ja jemanden geholt, oder? Haben wir das? Ich weiß es jetzt nicht mehr. Nee. Stimmt, wir haben jemanden geholt, Tovey, aber der ist ja für diese Saison schon. Hier Beobachtungsliste, da war ja der Becker, fällt gerade 2 Wochen aus, ist jetzt nicht allzu schlimm. Shaker, wie sieht's bei dir aus? Geldgeier, Musterprofi, heißt auch so ein Geldgeier, ne? Das ist natürlich auch nicht so rosig. Becker wäre schon geil für Adjani als Ersatz. Können ja noch mal gucken, ob hier noch was auf der Transfersliste rumlungert. Alle. Ja, rechtes mit. Obwohl. Ja, Porto, aber der ist schon 33. 33. Ah, stimmt, der Kramer wird umworben. Genau, da war ja was. So, wir können ja mal so gucken. Ja, kleines. Klein, sagen wir mal, ja, kleines Talent. Passt schon. Rechtes Mittelfeld. Fixe Ablöse können wir ja mal gucken. Inländer. Dann haben wir hier Basé und Knauf. 14 Millionen, na gut, so teuer. Basé, 1,44 Millionen, kleines Talent. Ist aber auch schon 29, ne? Muss man dazu sagen. Und wie sieht's mit Egal aus? Oh, da haben wir schon einiges, ne? Wir gucken mal, Stärke 8. Ja, Stärke 9. Haben wir auch was. Oh, sogar was Junges. Huiqui, Spanier, 8 Millionen aber. Da müssen wir wieder auf den Geldbeutel achten. Gucken mal, 3 Millionen, 8 Millionen. 1,84, Engomo. Technik, Dribbeln, Geldgeier. Ach, immer diese Geldgeier, ey. Wie sieht's hier aus? Limnios. Limnios 2,17 Millionen Laufstärke. Aber wir gucken mal Inländer. Obwohl, warte mal.
Stärke 7 haben wir da nix. Haben wir aber sehen, ne? Stärke 6 haben wir auch keinen. Machen wir mal egal. Dann machen wir mal Stärke 7. Maschigo. Südafrikaner. Spielt Kopfball, spielt bei Zwickau. Mimose ist das. Okay. Ja, hier haben wir keinen Jüngeren. Okay. Ja, gut. Ne? Dann müssen wir mal auf Inländer gehen. Sag mal so, Stärke 7 wäre auch noch okay. Rechtes Mittelfeld, da gucken wir mal, was haben wir denn da Schönes. Ja, nicht so wirklich was, ne? Sanyang, Spielübersicht, 3 Jahre Vertrag, 2,04 Millionen, rechter Mittelfeld, Kämpfer Natur. Dann haben wir hier noch Bau, der ist zurzeit 7 Wochen verletzt, Oberschenkelbruch, beidfüßig, das ist immer gut, Schlitzohren, Skandalnudel. 15 Spiele hat er gemacht, 3 Buden und 5 Vorlagen. Spielt zurzeit bei Freiburg die zweite. Ist eigentlich auch bekannt für eine gute Jugendarbeit. Wie gesagt, also Makijewski haben wir hier auch noch. Kleines Talent, Zweikampf kann er nicht, Trainingsfaul. Aber Bau interessiert mich schon. Aber wer weiß, wie viel die haben wollen für den, weil er ist ein Leistungsträger zurzeit bei der zweiten. Kann ja auch noch irgendwann zu der ersten hochbefördert werden. Ja gut, wir gucken erstmal, würde ich sagen. Haben wir ein bisschen mit geguckt. Wird auf 3 Spiele festgelegt. Na komm, machen wir mal Einspruch. Vielleicht haben wir ja Glück. So, der Kramer wird ja gleich umworben. Champions League, zweiter Spieltag in der zweiten Gruppenphase haben wir. Leipzig spielt 1-1 gegen West Ham. Hoffenheim verliert 1-3 gegen Sporting Braga. Und dann haben wir Rückspiele der Euroleague. Hertha ist auf jeden Fall eine Runde weiter. Gegen Sivasspor 2x1-0 gewonnen. Dann haben wir Gladbach. Gewinnt auch im Rückspiel. Also hat im Hinspiel 2-3 verloren. Im Rückspiel 4-2 gewonnen. Dürften auch somit. Ja, sind damit auch in der nächsten Runde. Bayern hat 3-1 im Hinspiel gewonnen. 0-1 verloren im Rückspiel. Sind aber auch in der nächsten Runde. Ajax Amsterdam gegen Bayern München, Lokomotive Moskau gegen Gladbach und Kharkiv gegen Hertha BSC aus Berlin. Jugendspieler Buskowski hat sich stark verbessert und hat nun Stärke 3. Das freut mich doch schon mal. So, Kramer Eindhoven möchte den haben. Er hat noch 2 Jahre Vertrag. Ist ein großes Talent. Ich möchte den aber auch gerne halten eigentlich. Weil ein großes Talent, ja. Dementsprechend gucken wir mal ab sofort, ja. So, gucken wir mal weiter, zack. Ja, komm, Torprämie geben wir den auch mal, aber nur ein Taui. So, PSW geht noch mit. Mal gucken, für wie lange, bin ich mal gespannt. Gehen immer noch mit. Option hat der, ne? Die Option können wir auch reinpfeffern, das ist jetzt nicht das Problem, ne? So, die steigen aus und bleibt damit zur neuen Kondition bei seinem alten Verein. Benchop rückt als neuer Spieler in ihre Jugendmannschaft auf. Den gucken wir uns auch gleich mal an, würde ich sagen. So, Benchop. Wo ist er? Hier. Stürmer. Mittleres Talent. Oh, Schnelligkeit. Ich denke, einen Vorvertrag. 15 Jahre alt ist er. Ah, ich hoffe, der verbessert sich aber auch noch. So. Henke. Der Aidonis ist 3 Spiele gesperrt. Sänger fällt 2 Wochen noch aus. Ja, dann ist Henke in der Innenverteidigung. Ich würde sagen, Tovey ist ja beidfüßig, ne? Ich würde den jetzt einfach mal mitnehmen, den Tovey. Genau. Ansonsten, wie gesagt, lassen wir hier alles. Gibt's nichts zu rütteln hier. Ja. Okay. Ja, wir spielen jetzt gegen Magdeburg. Stärketechnisch, ja, sind sie ein bisschen stärker als wir, deswegen Einsatz auf 100% und gleichwertiges Team. Heute kann der kleinste, aber auch der minimal kleinste Fehler das Spiel entscheiden. Bitte seid hellwach! Irgendeiner ihrer Spieler flüstert immer die gleiche Leier. 17.927 Zuschauer, 406 sind aus Magdeburg. Bella B. Felsenheimer tippt ein 3-4 für Magdeburg. Da schauen wir doch mal. Eckball jetzt erstmal von der rechten Seite für uns. Makride schlägt den Ball auf den kurzen Pfosten. Aber Meisel klärt per Kopf vor Anhari.
Malone schirmt mit dem Ball mit dem Rücken zum Tor ab. Riedmann reißt ihn am Trikot nach hinten. Schiedsrichter Schröder pfeift dies sofort ab und es gibt einen direkten Freistoß für uns von der linken Seite. Torentfernung 26 Meter. Markelis tritt den Ball hoch vors Tor. Anhari verlängert den Ball mit dem Kopf. Nicht ungefährlich, aber zu ungenau. Der Ball bleibt oben auf dem Tornetz liegen. Schade. Gelbe Karte für Condé wegen Linienrichterbeleidigung. Eckball für Magdeburg von der rechten Seite jetzt. Cheka legt sich den Ball zurecht, deutet seine Mitspieler an, dass sie weiter aufrücken sollen und schlägt den Ball mit sehr viel Schnitt in die Mitte. Peter Lotka kommt heraus und faust den Ball kompromisslos aus der Gefahrenzone. Ja, 0-0 zur Halbzeit, 1-0 Chancen, also hier ist nicht viel geboten, würde ich sagen. Einzelgespräche machen wir auch nicht. Und ich würde sagen, wir treiben die Jungs mal an. Ich will, dass sich jeder von euch, aber auch jeder, in der zweiten Hälfte steigert. Ja, kann ja nur besser werden. Markidis läuft ein paar Schritte mit dem Ball, spielt ihn dann Richtung Mittelkreis zurück. Mogalla geht auf Beas zu, lässt ihn locker aussteigen, läuft mit dem Ball hinaus auf die rechte Seite, legt den Ball an Condé vorbei, läuft im Mann und geht zum Boden. Condé bekommt das Leder unter Kontrolle und passt den Ball weit nach vorne. Aber kommt zum Glück nicht an anscheinend. So, Gaspar blankt in den Strafraum. Schuler legt die Kugel flach in die Strafraumlinie zurück. Beas passt den Ball auf den linken Flügel und läuft in den Strafraum. Schuler flankt direkt Volley in den Strafraum. Beas versucht den Ball 12 Meter von dem Tor Volley zu nehmen und tritt ein Luftloch. Arjani reagiert am schnellsten und kann klären. Ah, nochmal Glück gehabt. Gelbe Karte für Cheka nach Grätscher von hinten in die Beine. Ja, den haben wir ja auch auf der Beobachtungsliste. 6,0 Note. Kramer kommt für Hedbar. Malone setzt sich gut gegen Wiebe durch. Bringt den Ball nach einem Stopperer unter Kontrolle. Spielt ihn auf die linke Seite hinaus. Kölle schaut und wechselt erstmal den Flügel. Reuter marschiert auf die rechte Strafraumecke zu. Läuft ein paar Schritte mit dem Ball. Spielt ihn dann Richtung Mittelkreis zurück. Aber zu kurz. Schuler geht dazwischen und spielt den Ball direkt in die Spitze. Aussage kann der Ball ungestört führen und spielt ihn dann nach vorne. Also kam bei uns anscheinend an der Ball wieder. Malone spielt vor der Strafraum einen verdeckten Pass nach links. Markidis nimmt den Ball mit und kann vor den Strafraum querlaufen. Stoppt den Ball, spielt ihn erstmal zurück. Aussage spielt den Ball nach links hinaus. Kölle versucht, Otakrit auszuspielen, geht an ihm vorbei. Kölle hat es überhaupt nicht eilig, läuft in die Mitte. Passt den Ball nach vorne. Markidis nimmt den Ball mit. Zieht nach rechts, Reuter stoppt den Ball, legt ihn nach innen auf, Malone leitet den Ball nach links weiter, Makini schirmt den Ball mit dem Rücken zum Tor geschickt ab, toller Schuss aus der Drehung und, ja, nichts passiert, ne, anscheinend, so, Makini spielt auch nicht gut, dann kommt Heil rein, 4,0, da kann man noch nicht schlechte Leistung sagen, boah, was soll ich sagen, Spielpraxis sage ich jetzt einfach mal. So, 74. Minute, Anhari spielt auch nicht so gut, ne? Aber Henke spielt schlecht, ey. Frei kommt mal für Henke, weil er kann auch Innenverteidiger. Arjani kriegt gelb, warum war nicht zu erkennen? Heil, stoppt den Ball. Stoppt den Ball. Spielt ihn zum Mittelkreis zurück. Aussage geht auf Beasu, doch er verstolpert den Ball. Jetzt kommt Cheka für Magdeburg. Kann von der Strafraum querlaufen, kann den Ball ungestört mitnehmen. Spielt nach rechts hinaus. Gaspar schlägt den Ball einfach hoch in den Strafraum, doch viel zu weit Abstoß. Ja, ich muss sagen, ist hier Not gegen Elend irgendwie, oder? Ja, 0-0 am Ende, 3-1 Chancen, aber gefühlt war hier kaum was los. Also ging hin und her nur. Pässe, also ich habe kaum Torschüsse irgendwie gemerkt. Andreas Müller hat eine Kapselriss im Knie. Gute Besserung. Bester Spieler war Kramer. Spielwertung 6 lausig, aber nicht unser Kramer, sondern Joris Kramer aus Magdeburg, glaube ich. Müsste das sein. So, Stuttgart spielt 1-1 gegen Rostock. Würzburg verliert 0-4 gegen Schweinfurt. Heidenheim gewinnt 3-1 gegen Bochum. Bielefeld gewinnt 2-1 gegen Hannover. Düsseldorf gewinnt 2-1 gegen Unterhaching. Regensburg verliert 0-1 gegen Bremen. Wir spielen 0-0 gegen Magdeburg. Fürth gewinnt 2-0 gegen Sandhausen. Und Darmstadt gewinnt 2-1 gegen Braunschweig. Ja, wir stehen damit jetzt auf Platz 7, von 5 auf 7. Aber wie gesagt, ist ja alles hier sehr eng besiedelt alles.
Ende 11 des Tages keiner von uns. Wir hatten das bestbesuchte Stadion, aber Pottner wechselt von Kiel nach Birkikara FC. Hühnhardt von Hoffenheim nach Seroki Brieg. Oh, ein komischer Name, kenne ich gar nicht. Schmidt wechselt von Lauter nach Braunschweig. Rekik von Union Berlin nach Heracles Almelo. Der war doch früher auch mal bei Hertha, ne? Oder? Nein, schon. Arche wechselt von Fürth nach Viktoria Pilsen, aber das ist hier ja eh nicht aufgeführt, dass er mal bei Hertha war. Ngonge von Groningen nach Nürnberg. Dann haben wir Kolbe von Leverkusen nach FC Zürich. Und Maximilian Eggestein von Freiburg nach Hertha BSC. So, haben wir jetzt hier was vielleicht? Wer ist das denn? Mokono, Niederlande, Laufstärke, kann aber keinen Ball halten. Ah ne, das ist rechter Verteidiger. Lukilo. Dominikanische Republik Kongo. Freistoß, keine Schnelligkeit. Ach man, nichts dabei so wirklich. Ne? Kolja Pusch. Hey, Kolja Pusch wird auch wieder abgegeben. 15 Einsätze, 4 Tore und 4 Vorlagen. Warum wollen sie denn dann abgeben? Spielt doch gut. Aber okay. Wolf. Naja. Martinez. So, wir haben jetzt in der Woche frei. Wir können auf jeden Fall mit ein paar Leuten sprechen erstmal. Ich bin mal gespannt, Mogala. Haben wir nix, okay. Henke können wir auch mal sprechen. Reuter. Makridis und Adjani. Mit dem sprechen wir auch mal. So, 3,77 Millionen haben wir. So, wir gucken mal hier den Braunschweig. Da machen wir erstmal ein paar Freikarten. Also Auswärtszuschuss machen wir 1000 Karten. Ich hoffe, das reicht. Müsste aber. So, wie sieht es hier aus? Mittelmäßig ist auch gut. Ja, dann gucken wir mal, ne, was wir gegen Braunschweig machen. Aber erst danach die Woche. Jetzt diese Woche, wie gesagt, spielfrei haben wir. Ja, bleibt bestehen von Aidonis, war irgendwie ein bisschen klar. So, Pokal Deutschland. Da sind wir ja leider ausgeschieden. Nürnberg gewinnt, verliert 0-1 gegen Braunschweig. Oh, Braunschweig war noch im DFB-Pokal, krass. Das heißt, sie sind nicht so fit. Bielefeld gewinnt 2-1 gegen Dortmund. Schalke verliert 2-1. Ach du, was ist denn da los? Alle Erstligamannschaften verlieren gegen Zweitligamannschaften. Was ist denn da los, ey? So, Schalke verliert 2-3 nach Verlängerung gegen Bochum. Dresden verliert 2-3 gegen Gladbach. Okay, da gewinnen die Erstligamannschaften. Aber auch nur knapp. 4-5 gewinnt Hertha BSC nach Elfmeterschießen gegen Hessen-Kassel. Zweite gegen dritte Liga. Da gewinnt Schweinfurt 2-1 gegen Kiel. Und Freiburg die zweite verliert 1-2 gegen Fürth. Ja, und dann haben wir dritte gegen dritte Liga. St. Pauli gewinnt 2-0 gegen Kickers Offenbach. Hier gucken wir auch mal nochmal die kurzen Ergebnisse nach. Und dann schauen wir mal die Auslosung. Aber krass, wie viele Zweitligamannschaften jetzt noch dabei sind, ne? Braunschweig muss gegen Bielefeld. Also die Zweitligamannschaften, die dominieren hier. St. Pauli spielt gegen Borussia Mönchengladbach. Dann haben wir noch Greuther Fürth. Spielt gegen Schweinfurt. Hertha BSC spielt gegen VfL Bochum. Ja, die einzigen Erstligamannschaften sind halt Gladbach und Bochum noch. Ah nee, Gladbach und Hertha, so rum. Nicht Bochum, Bochum spielt zweite Liga. Ansonsten, wie gesagt, viele Zweitligamannschaften vertreten. Mit Bochum, Braunschweig, Bielefeld, Fürth, Schweinfurt. Die spielen ja auch jetzt alle gegeneinander hier. Außer Hertha. Die müssen gegen Bochum ran. So. Ja, Woche spielfrei. Transfers gibt es aber natürlich auch noch. Mokono wechselt von Almelo nach Fürth. Dann haben wir Alkain von Düsseldorf nach Hajduk Split. Ben Davis von Tottenham nach Freiburg. Moon von Fulham nach Eintracht Frankfurt. Und Arnau Martinez von FC Girona nach Leverkusen. Gucken wir mal. Yapi, interessant. Stärke 7, Zweikampfschnelligkeit kann er nicht. Kämpfer natürlich, Starlüren. Noch ein Jahr Vertrag, aber ist ein rechter Verteidiger, ne? Pellistri.
Uruguayer und Spanier. Treuensding und Ball halten. Interessant. Kleines Talent. 4,69 Millionen. Okay, das ist wieder uns ein bisschen zu teuer. Riedmann haben wir hier noch. Magdeburg. Ja, gegen die haben wir ja vorhin gespielt. So, wir spielen jetzt als nächstes, wie gesagt, gegen Braunschweig und schauen uns das auf jeden Fall mal an. So, Osterhage. Gespräch. Ja, Aidonis fällt leider noch ein Spiel aus. Michelbrink. Ja, Risiko. Aber da machen wir noch kein besonderes Training. Also würde ich jetzt noch nicht machen. So, Lavia kriegt auch ein Gespräch. Ansonsten ja, kriegt noch Vincent Müller ein Gespräch. Dann der Tove kriegt auch noch mal ein Gespräch. Marlon Frey. Der Heil. Und der, ja, der Kramer kriegt auch noch mal ein Gespräch. So, alles klar. Sehr gut, sehr gut. 3,71 Millionen haben wir. Fanbetreuung haben wir gemacht mit 1000 Karten. Müsste ja reichen. Ja, ab geht's. Ab in die neue Woche. Ihr Jugendspieler Hendrik Rudi hat sich stark verbessert und hat Stärke 3. Sehr schön. Und der spielt ja noch in der C-Jugend, meine ich. Lavia fault Marvin Ajani ziemlich derb. Dieser fährt den jungen Heißsporn wütend an und staucht ihn von der ganzen Mannschaft fürchterlich zusammen. Lavia ist schwer gekränkt und würde am liebsten den Verein verlassen. Och, Leute. Kann doch nie sein, ey. So. Champions League. Leipzig gewinnt. Verliert 3-2 gegen Southampton. Ist aber immer noch Zweiter. Hoffenheim gewinnt 3-1 gegen Atalanta. Ist auf dem ersten Platz in der Gruppe. Das freut mich doch. So, Kramer. So, Lavia, wie sieht's mit dir aus? 91 hat der. Ah, kriegen wir wieder gebacken. So, wir lassen alles Michelbrink. Ja, von der Kondi her ist er noch nicht ganz fit. Deswegen wird er erst in der Winterpause wieder mitmachen. Also nach der Winterpause. Das Spiel lassen wir den jetzt noch drin. Den Wehrmann auf der Bank. Einsatz hatte der 5 bis jetzt, da freut mich doch schon mal. Joa. Also wechseln würde ich da jetzt nicht, ne? Nicht wirklich. Naja, ich würde alles so lassen. So, Stärkeverhältnis, da sind wir deutlich stärker mit 17 Punkten. Ich lasse mal auf normal. Und dann schauen wir mal, ne? Ich bin gespannt. So, 17 Punkte, ne? Stärker sind wir, ja. Ja, sagen wir das hier, konzentrierte Vorstellung. Ich erwarte eine konzentrierte Vorstellung, ja, eine ganz konzentrierte, dann klappt das. Ich weiß gar nicht, ob wir das schon in dieser Saison gesagt haben. Die Ansprache hat ihre Wirkung nicht verfehlt, da freut mich das schon mal. 10.647 Zuschauer, 1.180 sind aus Duisburg mitgereist. Ja, ohne die Auswärtskarten wären dann so nur 180 mitgekommen, ne? Dieter Bohlen tippt ein 1-3 für uns. Also wir treiben den Zuschauerschnitt eigentlich hoch bei den Mannschaften. Neufahrt macht das 1-0 für Braunschweig. Ihorst versucht Reuter auszuspielen. Der setzt seine Grätsche an, aber ohne Erfolg. Und auch der nächste Gegner kann ihn nicht stoppen. Nimmt den Ball mit, schlägt einen Haken und flankt in den Strafraum, aber landet auf der anderen Seite des Feldes. Da fängt er schon wieder gut an, ne? 1-0 in der 10. Minute durch Seifert. Mann, Mann, Mann. Ist natürlich blöd. Gelbe Karte für Lotka wegen Meckerns. Oh, der Keeper kriegt gelb. Schön die Füße stillhalten, Lotka. So, Einzelgespräche. Akris kritisieren wir mal. Einsatz 150% und wir treiben die Jungs an. Aggressiver. Ihr müsst viel aggressiver spielen. So, passiert hier was? Kommt schon. Ja, 65. Minute, passiert hier 0. Anhari kommt, ach, Wehrmann kommt für Anhari. Und da ist das 2-0, Niklas Wilson Sommer. Ach, du grüne Leune. Spielen wir jetzt kontrolliert. Makridis spielt voll schlecht heute. Mahenke spielt auch nicht gut, aber wir haben jetzt keinen Innenverteidiger. Ah, doch, Frei kommt rein. Eieieiei, Schumacher versucht Ajani auszuspielen, aber der geht entschlossen zur Sache und gewinnt den Zweikampf. Einwurf jetzt von Osterhage. Weit in den Strafraum. Hedwar verlängert den Ball mit dem Kopf. Aber zu weit für seinen Mitspieler. Der Ball geht ins Aus. Schade.
Ja, zum Abschluss der Hinrunde verlieren wir nochmal 2-0 gegen Braunschweig. Ist natürlich bitter. Zwei Chancen, zwei Buden. Eieieiei. Und das gegen den 17. Platzierten. Hegerfeld war der beste Spieler. Spielwertung 5, schwach. Kann ich mir vorstellen. Wir landen damit auf Platz 8. Also Hinrunde auf Platz 8 absolviert. Sag mal so, wenn wir in der Rückrunde auch nochmal 25 Punkte holen, haben wir 50 Punkte. Da hat nichts mit dem Abstieg zu tun, ne? Nicht wirklich. Naja, wir gucken mal. Sandhausen spielt 1-1 gegen Regensburg. Braunschweig gewinnt 2-0 gegen uns. Bochum verliert 0-1 gegen Düsseldorf. Unterhaching verliert 1-2 gegen Fürth. Hannover verliert 0-1 gegen Würzburg. Magdeburg verliert 2-4 gegen Bielefeld. Rostock verliert 0-1 gegen Heidenheim. Schweinfurt spielt 1-1 gegen Stuttgart. Und Bremen spielt 1-1 gegen Darmstadt. Ja, damit ist Heidenheim Herbstmeister in der zweiten Liga. Zweiter ist Fürth, dritter Hannover, vierter Bremen. Fünfter Darmstadt, sechster Bielefeld, siebter Regensburg, achter sind wir, neunter Schweinfurt, zehnter Bochum, elfter Unterhaching, zwölfter Rostock, 13. Stuttgart, 14. Sandhausen, 15. Düsseldorf, 16. Magdeburg, 17. Braunschweig, 18. Würzburg. Also zwei Aufsteiger sind ganz unten und zwei Aufsteiger sind gut dabei. Das sind einmal wir und der 1. FC Schweinfurt. Die stehen nämlich direkt hinter uns auf Platz 9. In der 11 des Tages natürlich keiner von uns. Der Hegerfeld war der beste Spieler von Braunschweig, war auch der Torwart. So, Kleindienst den Buden hat er geschossen. Malone hat 5. Na, mal gucken, vielleicht macht er in der Rückrunde dafür mehr Buden. Da bin ich auf jeden Fall mal gespannt, ob er da dann mehr Tore schießt. Wäre natürlich zu wünschen. So, Transfers haben wir natürlich auch noch. Pellistri wechselt von Düsseldorf nach Aston Villa. Riegmann von Magdeburg nach Excelsior Rotterdam. Dann haben wir noch Govelu von Leganes nach FC Girona. Okay. Ist aber auch nichts, ne? Nur Innenverteidiger. Nicht wirklich. Ja, damit haben wir die Hinrunde beendet, liebe Leute. Wir gucken mal kurz gleich auf die anderen Tabellen. Wir machen noch hier ein paar Gespräche, würde ich sagen. Und Marlon Frey, der hat ja auch ein bisschen gespielt jetzt. Ja, Sitsch reden wir auch mal. Wehrmann. Klar. Heil können wir auch mal sprechen. So, wir gucken mal, was die anderen so machen. Wir fangen von der dritten Liga Süd an. Heiger ist erster. Offenbach ist zweiter. Dritter Ingolstadt. Vierter Wehen. Fünfter Karlsruhe. Sechster Freiburg die zweite. Siebter Lautern. Achter Koblenz. Neunter Homburg. Zehnter SSV Ulm. 11. 1860, 12. Erzgebirge Aue, 13. SV Elversberg, 14. Saarbrücken. Auf die Abstiegsplätze stehen Jena, Waldorf, Hessen-Kassel und Eintracht Trier. Dann haben wir noch die 3. Liga Nord. Kiel, 1. 2. Münster, 3. Halle, 4. Meppen, 5. Lübeck, 6. Dresden, 7. Viktoria Köln, 8. Dortmund die 2., 9. St. Pauli, 10. Halberstadt, 11. Zwickau, 12. Verl, 13. ist Wuppertal, 14. ist der Rot-Weiß Essen und auf die Abstiegsplätze Rödinghausen, Rot-Weiß Aalen, Alt-Klinike und Tennis Borussia Berlin. So, zweite Liga kennen wir ja schon, dann gucken wir die erste Liga. Herbstmeister ist VfL Wolfsburg, 2. Leipzig, 3. Schalke, 4. Bayern, 5. Leverkusen, 6. Frankfurt, 7. ist Augsburg, 8. Paderborn, 9. Union Berlin. Dann in der zweiten Tabellenhälfte haben wir Hamburg auf 10, 11. Köln, 12. Freiburg, 13. Hoffenheim, 14. Dortmund, 15. Mainz. Auf die Abstiegsplätze haben wir Borussia Mönchengladbach, Hertha und Nürnberg. Irgendwie wegen Lizenzentzug oder so letzter. Ne, sieht gerade nicht so aus. So, gucken wir mal in die anderen Ligen. Premier League, spanische Liga haben wir auch. Atletico Madrid 15, da ist schon krass, ne? Glaube ich, Real Life, glaube ich, nie passieren. Boah, Salzburg 8. Platz, waren Meister, ne? Und die sind jetzt 8. Ey. Krass, ey. Ja gut, Leute, wie gesagt, vielen Dank fürs Einschalten. Wir machen in der nächsten Folge dann die, die Winterpause. Kann auch sein, dass wir schon ein paar Spiele wieder machen. Hier gegen Schweinfurt zum Beispiel. Ich guck mal kurz. Woche 31 spielen wir wieder, ne? Ja, hier schon 30 Trainingsspiel.
Aber 31 spielen wir erst, ne? Na komm, lassen wir trotzdem so. Obwohl, ich würde gerne einmal im Trainingslager fahren. Ich glaube, das machen wir mal. Wo ist das, Oman? Da ist Tibet. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So. 6 Tage, ja. Machen wir so. Das ist nämlich gut für die Kondi ein bisschen. Dementsprechend. Ja, wie gesagt, liebe Leute, vielen Dank fürs Einschalten. Wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder. Da machen wir die Winterpause. Und dann gucken wir mal. Vielleicht kriegen wir auch noch ein Spiel hin. Ne, aber eigentlich will ich da kein Spiel machen. Aber wir gucken mal, wie es zeitlich passt. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Tschüss.